Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge an Arcade Full of Cats zusammen mit Noel. Hallo. Heute geht's ins Jahr 2000. Ja, let's go. Schauen wir mal. Müssen wir hier draußen suchen. Hier ist eine, da ist eine. Und wir haben alle schon hier draußen gefunden. Sehr schön. Cool. Dann rein da. Katze, Katze, Katze. Katze, Katze, Katze. 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 Es sind überall Katzen. Das ist ja auch der Name vom Spiel. Schon komisch, So, wenn das keine Katzen wären. jetzt ist es ein Hund, deswegen ist es keine Katze. So, da haben wir unseren Euro gefunden. Sehr gut. Ah, nice. So, die ganzen obvious Katzen, die können wir mal wegsnacken. Der Pizza-Belag sah kurz aus wie eine Katze, die man so flach drauf kickt. Hahaha. So, wir haben auch noch fünf Versteckte hier. Die verdammten Versteckten, Alter. Ja, das sind immer die schlimmsten. Da ist noch einer, Ja, perfekt. da im Röhrchen und in der Flasche. In der Flasche. Und da oben hängt noch eine. Rechts. Ach da. Genau. Da unten bei der Uhr ist noch eine. Der Genau. Uhr? Also, ach so, nee, das ist meine Kappe. Ach so. Ich hab nicht den Rest angeschaut davon. Aha! Schon sind nur noch drei Versteckte. Ach, da rechts bei den zweiten Spielautomaten. Da ist auch noch einer, stimmt. Das ist keine Katze? Okay. Das sieht nach einer Ratte aus. Maus versus Catcom, okay. Das hier ist aber noch eine Katze. Okay, ich sehe, wie sie da hängt. Gar kein Kämpft um ihr Chill. Leben, Alter. Aha, Zwei gibt doch. Versteckte noch. Immer noch zwei, das ist halt schon krass. Forrest Gump. Ich hasse es so sehr. Okay, sieben haben wir noch offen. Da, sechs. Okay, aber hier ist hoch, hoch, runter. Nein, okay. So, einfach mal rauszoomen und schauen. Wo könnte hier noch jemand sein? Müssen wir kurz auf den anderen Bildschirm ziehen, da sehe ich mehr. So. Katzen. Ach, da links am Lenkrad hängt eine. True. Kann man hier rüber? In den Game-Automaten, genau. Oh, da ist noch einer.
Wo könnte doch noch eine sein? Also zwei müssen halt auch noch versteckt irgendwo sein. Ja. Der Tasche da oben, oder? Ja, ich wollte gerade auch sagen, aber nee, die sieht einfach nur sus aus, aber die ist nicht sus. Ich vertraue dem Ding hier immer noch nicht. Warum sind da die Pfeiltasten drauf? Und sonst nirgends. Stimmt eigentlich, stimmt. Aber der Code hier bringt mir nichts. Und das ist unten hoch hoch. Nee. Aha, okay. Oh nee, not bad, not bad. Sind die drei offenen? Ja, das ist jetzt schon ein bisschen sus. Da ist noch einer. Ja, es sind vier Katzen in diesem Bild. Fünf, Junge, fünf. Junge, Junge. Nee. Doch, also das waren fünf. Achso, da oben, ja. Oh mein fucking God. Mad Evil Meon, das würde ich geben, das würde ich spielen, das Game. Glaube ich dir. Diese letzte Katze. Vor allem die versteckte suchen wir auch noch. Ja. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, ey. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch die offene. Die kann doch nicht so schwer zu finden sein. Nee. Ich dachte, die hängt da drunter.
Wo könnte der Kollege sein? Ich habe das Gefühl, das hätten wir schon alles angeschaut. Okay, also die Spiele sind sauber. Das liegt eigentlich neben dem Hockeytisch. Das da, das habe ich schon. Das ist so, so eine kleine Figur. Ah, okay. Ich hatte sie ganze Zeit nicht erkannt, doch ich muss, ey. Ist auch keiner von den Spielern eine Katze. Schon wie die an dem Glas klebt. Langsam Augenschmerzen, was soll das denn? Kann man denn eine Katze nicht schinden? Oh Mann, Junge. Die ist wahrscheinlich übel obvious. Wir schauen schon wieder viel zu überdenken da irgendwas, ja. Wir machen jetzt einfach mal kurz das. Ja. So, zum Runterkommen. Oh Gott, was sind das für Farben? Wir müssen irgendwie diese Raupendinger finden. Ein paar Raupis. Und im Wasser Tropfen fangen. Weil, keine Ahnung, das Spiel sagt uns das so. Ich weiß die Lore dahinter nicht. Ich weiß auch nicht, warum wir verschiedene Farben vom Wasser haben. Ist das eine giftig? Klasseneinteilung. Jo. Das Gefühl, das ist eins der chilligeren von dem, wo wir bisher hatten. Ja, ich glaube auch. Die Zeitung war am schlimmsten, ne? Ja. Zwei noch. Eine noch. Nice. In der Cutter da wieder. Jawohl, wir haben eine Batterie gewonnen. Okay, jetzt müssen wir noch diese eine Dreckskatze finden. Es kann noch nicht so schwer sein. So. Wir gehen jetzt langsam hier mal durch.
Aber mit dem Code kann das doch nichts zu tun haben. Ne, es wäre dann eine versteckte. Ah ja, stimmt. Ich muss ja doch irgendwo klein versteckt sein, wie die Scheißdinge in dem Game. Warum ist der Drecksteppich eingesteckt? Achso, das ist so eine Tanzmatte. Man liegt die mitten im Raum. Ja, wie dumm. Okay, ich find's nicht. Wie kann das sein? Okay, dann ich kann mir so vorstellen, dass die irgendwo bei den Games ist. Den Rest haben wir. Ja, wir haben alles eigentlich schon angeschaut. Boah. Wie können wir so blind sein? Ja, also wirklich. Das ist insane. Das kann doch nicht sein. Ja, ich glaube. Ja, aber. Hä? Nee. 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 Oh, fuck off! Okay, die ist asozial versteckt. Die ist asozial versteckt. Okay, das ist krass. Oh mein Gott, Digga. Ist war das asozial, ne?
Okay, wir haben jetzt wir haben noch eine Cutscene vor uns, glaube ich. Schauen wir mal, ob das eine Cutscene ist oder ob das die Anfangs-Cutscene war. Nee. Fufino warst, glaube ich, du. Ja. We finally return to the present. But nothing has changed. It seems like all our effort was in vain. Maybe we can't change the past, but every action we take in the present can alter the future. Boah, Junge, krass, sogar ihr noch mit... Bastarde. Sogar... Dafür haben wir geschupft jetzt. But how? It's simple. Let's spread love and fun as we did during our journey. Who knows, along the way we might build something to make the future of all cats better. Ich habe noch nie so viele Katzen beleidigt wie in diesem Game. Ja. You're right, Big Bro. Die Anfangsstory war. Let's make this moment a start for something better. Die Anfangsstory war, dass die irgendwie Time Travel erfunden haben. Dann haben die ein paar Katzen in der Vergangenheit verloren und die wollten dann nicht mehr gehen. Und deswegen haben wir die jetzt gesucht. Aber warum hat er da gemeint, es ist nichts besser geworden, weil wie sie die Vergangenheit verändert haben? Ja, vielleicht sind alle Katzen in die Vergangenheit zurückgegangen, außer dir. Und deswegen, und jetzt ist halt gar keine Katze mehr da. Ach, keine Ahnung, Alter. You're right, Big Bro. Let's make this moment a start for something better. Krass. Sogar noch, wir haben sogar noch was gelernt. Nein! Leo und Fofino sind ernsthaft Katzen? Und Giovanni? Achso, du Hund! Giovanni, Alter! Oh, okay, das ist actually cool. Das ist cool, okay, das ist nice. Können wir hier jetzt auch noch nach Katzen suchen? Thank you for playing. The fight for a better future for cats is not over. You can buy our DLC. Ja, das habe ich schon. And help cats in real life too. We hope our games spread the love for felines and raise... Ja, felines ist eine andere Aussage für... Katze? Katzen, ja. Ah, okay. And raise awareness of cats. Rescue and adoption. Every time you buy a Deaf Cats game, you're helping real cats as well. Love and purse... Purse! The Deaf Cats. Okay. Also vor heißt, allem, Love! Nach dem Pain. Es heißt katzenartig. Also katzenartige okay. Viecher. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Oh nein, wir haben noch ein Level freigeschalten. Da könnt ihr euch freuen auf den nächsten Part. Das war ein guter Vorgeschmack. Lasst so ein Like und ein Abo, damit es euch gefallen hat. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Schaut beim neuen vorbei und tschüss. Tschüss.